Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem, was war das, der dritte? Vierte Part. Vierter, ja. Und dieser Koop-Mission mit dem Rollfinger. Hallo. Und in der letzten Folge habe ich behauptet, dass die Soldaten in der Basis stehen bleiben und sich nicht bewegen. Das war natürlich nur eine Notlüge, das war nämlich nicht richtig. Um diesen Cliffhanger-Effekt für diese wunderbare Folge ein bisschen zu verstärken, aber das kam ein bisschen falsch rüber. Das hat der Krabs nicht so verstanden, wie ich das gesagt habe, deswegen sind die jetzt weg. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, die wegzuholen unten. Wobei, ich sehe da noch ein paar in der Basis. Wollen wir uns irgendwie absprechen oder hauen wir uns einfach, schießen wir einfach drauf? Falls du was sagst, ich höre dich nicht. Scheiße, das war natürlich nicht beabsichtigt. Ich hätte gesagt, wir schießen einfach auf alles, was wir sehen können. Wie viele Personen hast du denn bis jetzt gesichtet? Ich sehe einen in der Basis, der am Boden liegt. Drei Stück, vier sehe ich. Dann schießen wir mal drauf. Alles klar, viel Spaß. Okay, das klingt nah. Running low on ammo. Warum treffe ich den nicht? Down. Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich bin tot. Sieht so aus. Pass bitte auf, der mich erschossen hat, lebt noch da unten. Der steht rechts an der Ecke vom Haus. Der ist tot. Okay, super. Okay, jetzt höre ich dich wieder. Das war auch ein Sniper. Ein Schuss von dem. Ja. Ja, Drag. Gut. Ich kann dich irgendwo hinziehen. Machen wir das. Geh ich mal weg. Aber mir steht auch da, you have been stabilized. Also, ich sollte jetzt kurz gleich wieder aufwachen. Release. Oh, gut. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall eine interessante Perspektive, die so schräg anzugucken. Ja, ich kann dich nämlich nur noch wegziehen. Und ich kann nur Selbstmord machen. Ich Nee. glaube, irgendwas musst du noch machen. Wie Hier beim gesagt. Medic, Krebs One ist 1 Meter away, steht hier bei mir. Ah, jetzt geht's. Irgendwas macht Ja, Musik ich gerade. kann dich wegziehen halt, ne? Okay, cool. Du musst noch was anderes gehen. Versuch doch mal. Ich wollte noch was anderes, bitte. Ja, Release, dann liegst du wieder. Und ansonsten kann ich noch meine Waffen wechseln oder dir eine Mine auf den Kopf setzen. Ich glaube, das mit der Mine ist der richtige Weg. So habe ich das gelernt damals, als ich meinen Alles klar, Führerschein setze ich gemacht die habe. Claymore hin. Sehr gut. Tja, ich weiß nicht, ob du noch aufstehst. Soll ich mal zur Armorbox gehen und mir was anderes holen, um zu gucken? Also, ich kann nichts machen außer Suicide. Das ist die einzige Option, die ich habe. Mehr gibt es bei mir leider nicht. Ich habe auch keine Möglichkeit, auf irgendein Inventar zuzugreifen oder so. In der Mission stand auf jeden Fall, dass du dieses Kit brauchst. Dieses, ne? Heal Erste Kit. Hilfe oder Ich denke, es war das Gelbe. denkst du? Aber wir wissen es noch nicht genau. Ja, vielleicht solltest du noch mal das andere Pack holen. Ja, ich gehe mal los und hol das. Alles klar. Derweil bleibe ich mal hier ein bisschen auf der Wiese liegen und schaue mir den schönen Himmel an. Ja, leg dich hin. Ja, ich lieg da schon hier. Du hast mich doch hierher geschleppt. Du könntest mich auch ruhig mit zur Armorbox schleppen. Fauler Hund. Tja. Oh Mann, ey. Jetzt liege ich hier in meiner vollen Pracht und starre den Himmel an. Ist ein bisschen was für Hochkantfilmer gerade, diese Aufnahme. Schön, wie man den Alarm im Hintergrund hört und das Gras rauschen hört. Die Wolken an einem vorbeiziehen. Ist echt ätzend, dass wir dieses falsche Medikit da dabei haben, dann für so eine Aktion, ey. Hätte ich auch nicht gedacht. Braucht man also dieses Schwarze, glaube ich. Ich hoffe, Krebs findet das recht schnell. Super. Das macht er doch mit Absicht. Ah! Schmerzen! Ah! Du? Du hast mich doch hierher geschleppt. Wo soll ich das wissen?
Oh, ich glaube, das schießt hier wieder auf dich. Scheiße, jetzt hätte es geklappt. Ich bin auch tot. Stimmt. Ja, jetzt hätte es geklappt. Ich brauchte das andere Ding. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, der macht ja nichts. Ich hatte auch noch einen dabei. Ja, da wird es Zeit, Suicide zu drücken, ne? Jo. Ralf Fingerberg wurde getötet. Mission gescheitert! Na ja, super. So kann's gehen, nicht wahr? Aber hast du auch gerade die Möwe gehört bei dir? Ja. Cool, ne? Never trust. Hast du jetzt den geladen, oder was? Ja, ich konnte gar nichts auswählen. Ich habe nur OK drücken können gerade. Okay. Aber es sollte natürlich das letzte Safe-Game natürlich laden. Bei mir steht gerade nur Sende-Daten da. Jetzt sehen die Zuschauer auch mal, wie so eine Multiplayer-Mission von uns vonstatten geht. Viele Ladebildschirme. Ja, richtig. Ja, krass, dann hat auf jeden Fall einer noch gelebt da unten, ne? Ja, es waren mehrere, die noch gelebt haben wohl. Und es war das graue Pack zum Reviven, oder? Dieses, nicht das gelbe. Ja, genau. Ja, ist auch bescheuert. Ich musste aber erst alles hin und her schieben, weil das ist ja sehr, sehr groß, ne? Ja, okay. Deswegen musste ein paar Sachen entfernen und so weiter. Ja. Du hast da vielleicht auch nicht gerade die beste Position, um. Oh. Du musst leider nochmal den Slot auswählen, weil irgendwie gerade bei Sendedaten hatte bei mir nichts mehr gemacht. Okay. Achso, übrigens, ja, das war's leider. Das wird jetzt leider auch nicht mehr funktionieren, Krabs. Wieso? Bei mir steht hier, wenn ich auf Fortsetzen klicke, haben wir wieder unser Lieblingsproblem, was wir schon mal gehabt haben, dass der Inhalt auf Daten basiert, die hier heruntergeladen werden müssen. Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, dann war's das schon. Kurze Wunde. Haben noch mal gesehen, wie der Ralf schön sterben kann. Ja, Krabs hat sich dann angeschlossen aus Solidarität, ist ja logisch. Richtig. Ja. Ja gut, das war's dann von der Koop-Mission. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Ciao.